Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zu der Saison mit dem KAC aus Klagenfurt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch einen Sieg im letzten Spiel gegen die Bozner Füchse versuchen wir heute hier auch einen Sieg gegen die Bullen aus Salzburg hinzubekommen. Ich möchte gerade hier etwas ausprobieren. Ich möchte hier die Benutzerstrategie um eins aufgetragen. Ich möchte wissen, ob sie hier da eine Auswirkung in diesem Spiel auch hier stattfindet. Und dann würde ich sagen, starten wir los. Wir sind zu Gast im wunderschönen Salzburg bei den Red Bulls. Wir spielen heute wieder auf Sieg. Oder ich versuche es zumindest einmal. Ich weiß nicht, ob die Benutzerstrategie etwas mit mir oder mit meinem Gegner zum Tag hat. Ich weiß es nicht. Deshalb habe ich es aufgestellt. Okay. Bulli kriegen wir schon mal. Das Auswärtsbulli catchen wir uns auf Petersen. Petersen. Coole Trikots von den Salzburger. Ich muss jetzt sagen, so rot ist nicht das meine, aber schaut cool aus. Abgefangen, jawohl, von unserem spitzenmäßigen Goalie. Ein bisschen geschissen ist es, weil wir ziemlich mit den Trikots gleich sind. Jetzt muss ich aber auf die Helme aufpassen, wo meine Mannschaftskollegen sind. Und hiermit hat Petersen das erste Tor für den KAC erzielt. Sechs Tore schon in der Saison, okay. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich werde schauen, dass ich die Spiele noch hinkriege. Was vor? Und sollten meine Videos verspätet oder gar nicht kommen, meine lieben Sportsfreunde, dann hat das damit zum Tor, dass ich einfach als Vorlehrer richtig viel zum Tor habe. Und manchmal muss ich sagen, bin ich auf Nacht dann einfach nur lieber mit meiner Frau vorm Fernseher. Ich werde die Benutzerstrategie gleich wieder auch dran, weil ich glaube nämlich, dass Red Bull besser spielt, wenn ich die Benutzerstrategie wieder auch ziehe. Eieiei. Abseits und Stockschlag von Salzburg. Also abseits für mich, aber Stockschlag für Salzburg. Von Salzburg. Von dem Bullen. Ja, aber ich hätte die perfekte Misch schon gehabt, aber dann muss ich wieder miteinander dran schauen.
moves it quickly to Hughes. KAC's got the puck in their own end. Takes it across the blue line. Right in the slot! And the lane's clogged up blocking that. The Red Bulls have it against the wall. Gets it out of his own end. From their own end as they get a fresh set of legs here for this man advantage. So... puts it to the front of the net! From the slot, fires away with the stop. And manages to clear the zone. Klagenfurt's got a hold of it along the wall. A chance right in front, and he gets a paddle on that one. Yeah, he gets out of... past the midway mark in this period. Ah, wir nutzen das Powerplay nicht. The frozen biscuits dropped, and we are back underway here. Both sides back to even strength. I liked everything about that power play, James, except the fact that they couldn't put it in the net. Koch. Really auch nix. Ein Tänzchen. Vielleicht kann mal der Helm. Der zweite Helm vielleicht. Jawohl. Okay. He's tight to the net. He doesn't have much time. And that snapshot beats the goaltender from the low slot. Here in the later stages of this period, the Red Bulls make their way back into the faceoff circle, still in search of another goal. Dachte mir, du zur Strategie wirst mit dem Gegner. Aber hier ist die Antwort von KAC. Mit den drei. Aber vielleicht, wie siehst du das? Ist die Benutzerstrategie für den. Für den Gegner oder für den. Oder für uns? Damit dran, ich reiße jetzt einfach mal hoch. Vielleicht bin ich gerade zu blöd dazu, dass man die Satz ja nicht irgendwie im Kopf bleibt. Warum, was, wir. Aber das schaue ich mir jetzt gleich nochmal. Ich tue jetzt mal ganz hoch. Ich muss ja dann im letzten Drittel wieder aufgetragen. Schauen wir mal. Minutes played thus far. Ray, how have you seen things? Salzburg's probably in a spot. They deserve
Brock are going to be chasing the game. You call that a hatchet job with that slash? I call that chopping broccoli right there. Very good reference. As we're about to drop the puck, the power play unit back out onto the ice for another opportunity. Sometimes you have to have the Whipple, shortest of Salzburg memories when you play on a specialty unit like the power play. It hasn't gone out of luck for them so far tonight. They have to attack this power play with a renewed vigor. Peterson. Takes it out of the offensive zone and back to center. Retrieves the puck, trying to kickstart this power play. Icing is the call here, and those winded bodies are going to be out there for an extended period here now. Thomas Koch, no one, bis zum Hattrick. Kind of meander your way back as long as you can to kill time and get a little breath. So, Wahl. AC's got the lead on the scoreboard. A big reason to that has been the amount of pucks that they've been putting on net. Könnte sie bemerken. Ob jetzt so oder so. Und so hat er mit Thomas Koch sein Hattrick. Aber vielleicht muss ich einfach einmal auf Pro aufstellen hier. Grabs the puck in the defensive zone. Keeps hold of the puck. Drives it to the front of the net. Slides the puck to Hughes. So. Along the half wall with the puck. Also, ich kann das jetzt da echt keinen Unterschied zwischen 0 und 1 feststellen. Aha. Was mach ich denn? Takes control of the puck, and that goes off a play. Denied by the blocker.
So, wo sind wir? Wo gehen wir um? Wo sind wir? Da sind wir. Ich habe nur mal eine Idee, wo sie ausprobieren kann. Das. Um es ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Und zwar. Schalten wir mal da um eins auf. Mal schauen wir mal, wie das ausschaut dann. Wenn wir da mal auf vier Räder gehen, ob es dann leichter wird oder schwerer für mich. Lass uns mal laufen, die Bullen. Hochfunk. Muss euch noch nicht sagen, was, ist das gerade eine minimale Veränderung oder? Aufpassen, nicht, dass ich auf dem falschen Mann spiele. Mit den roten Trikots. Mit den weißen Trikots und roten Hosen da. Also ich werde definitiv das wieder zurückgestellt. Ja, ist definitiv wieder zurückgestellt. Vielleicht ist sogar eins weniger. Ich komme schon schwer ans Tod zu. Jetzt weiß ich nicht, wo sie da sind. Also ist wieder auf die Falschen geschaut. Fix nochmal. Oh, vielleicht haben wir einfach einen guten Goalie mit dem KAC. Okay, dann lasse ich die Einstellung. In der Salzburg wird es noch zirkt. Harris
by Harris. Shot on net, and that carries off a stick. And pokes the puck loose inside the offensive end. Goalie with a stop. There's the horn. Diesmal ist es nicht ausgegangen mit extra Mann und extra Tor. Aber wir haben trotzdem gewonnen, meine lieben Sportsfreunde. Aber ich werde jetzt mal die Einstellung lassen. Mal schauen, wie es mit den anderen Mannschaften geht. Aber vielleicht hat einer von euch da eine Idee, wo ich noch ein bisschen aufgetragen kann, dass es das ein bisschen anspruchsvoller wird. So, zusammenpacken fürs Training. Mit einem Sieg ist das Training jetzt auch viel leichter für mich. Na gut. Meine lieben Sportsfreunde, dann war es das wieder für den heutigen Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne kommentieren. Ja. Kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass ihr nichts mehr Neues von mir versäumt. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergisst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.